Und damit ein ganz herzliches German Hallo. Ja, man kommt hier mit einem Wolf drüber. Habe ich in der letzten Folge gemerkt. Schlau, ne? Total. Ja gut. Wir gucken uns, würde ich sagen, erstmal ganz kurz um. Wohin wir denn überall können. Und wenn mich nicht alles täuscht, würde ich fast behaupten, dass dieser Weg uns hier jeweils zu einem Schatz führt. So, ich will jetzt hier auch nicht zu krass abgehen. Nicht, dass ich runterfall, ja. Der führt uns definitiv zu einem Schatz. So, jetzt schnell weiter. So. Okay. Dann werden wir hier erstmal wieder zu Männchen. Männchen. Mensch, Mann. Ah, und hier kommt dann die Luft also vom letzten Part rein. Wow, da kommt ihr ja durch. Ach, das Ding bewegt sich. Ist ja interessant. Aber ich will, dass dieses fettklopsige Teil, um ehrlich zu sein, gerne erstmal besiegen. Weil das macht doch sonst eh nur Ärger. So. Dankeschön. Und ich habe schon gesehen, jetzt können wir uns hier ranheften. Oh. Und hier ist der Boski. Lass mich doch bitte in Ruhe. Ach komm. Ich sag's dir, wenn ich jetzt hier festgebackt bin... Dein Glück. Jetzt öffne den Scheißling. So. Du erhältst den Masterschlüssel. Jetzt schnell weg. Ehe dieses Ding auf die Idee kommt, nochmal hier den Hampelmann zu machen. Und hier unten war ein Loch. Aber da kann man wohl einfach nur da raus. Ja, das bringt uns nicht so viel. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Mal schauen, ob wir hier nicht noch die anderen Schatztruhen finden. Da ist noch eine Geisterseele und eine große Truhe. Aber was Wertvolles kann da ja eigentlich jetzt nicht mehr drin sein. Und da ist auch noch irgendwo eine Truhe. Also gehe ich hier nochmal kurz runter. So. Und guck mal, ob ich nicht irgendwie auf die andere Seite komme. So, Link, hoch mit dir, Mensch. Was könnte denn noch in der großen Truhe sein? Wir haben das beste Schild. Und die beste Rüstung oder eine gute Rüstung kommt ja noch. Ja, in A Link Between Worlds konnte man zum Beispiel noch sowas wie, ja, keine Ahnung, Ausdauerbalkenverlängerung bekommen oder so. Sowas habe ich gedacht, ist da drin, aber das gibt's hier ja alles nicht. So, hier kann man noch hochklettern. Und da ist die kleine Truhe. Ja gut. Ja, Moment. Ich glaube, da wäre aber fast besser, mal die erstmal wegschießen. So. Sehr gut. Okay, jetzt hoch hier. Vielleicht kommen wir so zu den fehlenden Truhen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch wieder ganz zurück, ganz an den Anfang in diesen großen Mittelraum, wo man sich quasi aussuchen konnte, ob man nach links, rechts oder geradeaus wollte. Und dann müssen wir eigentlich nur noch geradeaus. Und dann haben wir eigentlich auch schon fast alle Truhen. Hier jetzt noch die zwei, aber in der einen kann ja auch quasi nichts Besonderes sein. Ja. Wir brauchen das Geld ja, ne? Also so ist es nur nicht, dass wir da jetzt total drauf scheißen können. Aber, ne? So
muss schon aufpassen, dass mich die Geisterseele hier nicht gleich wieder sofort runterschmeißt. Ich gehe mal ein bisschen zurück, dass ich Platz habe. Und dann nicht sofort runterfall. Ach komm. So. Okay. Gut. Eine Geisterseele. Wie viel haben wir denn? Das kann man mal kurz nachgucken. 30. Also fehlt uns eigentlich da auch nur noch 10 Stück, oder? Aber wie schon gesagt, alles, was ich nicht unbedingt sammeln muss. Ja, wow. Toll. Also die Truhe hier können wir schon mal nicht holen. Dann fehlt uns ja eigentlich echt nur noch die hier. In B1. Nee, in F. N1F. So rum. Okay. Da wäre ich sogar fast dafür, dass wir mit der Tante da schneller hinkommen. So. Oder ich überlege gerade. Wie viel hat denn das nochmal gekostet, diese Rüstung da im Maro-Markt von Hyrule-Stadt? Einfach mal mitten im Dungeon, nur kurz vorm Bossfight. Scheiß drauf, ne? Wir gucken erstmal. Ja, aber ich meine. Was? Ja. Hier kann man nicht sich warpen. Ja, gut. Ja, oder man muss sich vielleicht mit der Kanone schießen lassen, aber. Ach, ganz ehrlich. Dann machen wir das jetzt hier erstmal zu Ende. Und dann haben wir immer noch genug Zeit, um uns noch die fehlenden Herzteile, die Goldinsekten, die magische Rüstung und die Drillhöhle anzusehen. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles vor dem Finale erledigt. Aber ich bin echt richtig, richtig gespannt, weil jetzt in diesem Dungeon bekommen wir ja quasi den letzten Schattensplitter, sag ich mal. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, ich habe die Dinger hier noch. Genau, die. Genau, wenn wir hier das geschafft haben, bekommen wir ja noch diesen einen Dunkelsplitter oder was es auch immer war. Ach komm, Link. Schattensplitter-Teil. Ich weiß gar nicht, wofür waren die eigentlich gut. Irgendwie ging es doch darum, dass Ganondorf sich geschafft hat zu befreien. Und irgendwie alles zerstört hat oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und mit diesen Splittern kann man ihn wohl irgendwie aufhalten. Ach, keine Ahnung. Frag mich nicht. So. Eigentlich haben wir ja alles, ne? Eigentlich. So. Nur noch diese Truhe da drüben. Und die kann eigentlich nur irrelevant sein. Es sei denn, es ist halt irgendwie so ein dummer Schlüssel. Was ich aber nicht denke. Wind? Wind? Kommt der hier noch? Der Wind? Ach, wir müssen da bestimmt irgendwie dieses Dings hier anmachen. Ja, müssen doch genau bestimmt irgendwie dieses Gerät anmachen. Und ich habe sogar schon. Moment. Okay. Ich habe schon sogar so eine kleine Vermutung. Aber ich glaube, das ist zu hoch. Muss mal halt gucken, ob man von irgendeiner anderen Stelle vielleicht besser hochkommt. Ach, jetzt kann man hier das ja nicht einsetzen, ne? Ah, das ist blöd. Kann ich mich daran heften? Nee, auch nicht. Und das hier ist echt zu hoch. Ja, gut. Ach, das ist die Stelle. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Rätsel ist am Ende ein klein wenig komplexer,
als ich mir das so gedacht habe. Ach, Link, ich drück nach oben und du läufst nach links und rechts. Das mach doch mal hier. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nee. Habe ich da irgendwas übersehen? Irgendein Schalter? Ich konstruiere das gerade so in meinen Erinnerungen nach, ob ich da echt was übersehen habe. Aber ich glaube, ich weiß, wie das gemeint ist. Wir müssen da nochmal hin. Ach Gott, nicht schon wieder durch diesen elendigen Raum. Wir müssen da nochmal hin. Und das schneide ich am besten auch, weil das dauert sonst wieder Ewigkeiten. Ah, genau, das schneide ich. Und dann müssen wir uns mit diesem Ding da ganz, ganz runter fahren lassen, sag ich mal. Da kann man sich ja quasi so bewegen. Ach komm. Doch einfach nur zum nächsten. Meine Fresse, Alter. So. Und dann müssen wir da eigentlich durchkommen. Naja, mal gucken. Ja. Naja, bis gleich. So, ich habe eine Idee. Und die Idee hört sich nicht ganz so gut an. Wo ist denn das Teil hin? Alter. Aber das scheint leider nicht die Lösung zu sein. Nicht wirklich. Ach Gott, jetzt lärmt das ja so. Was wollt ihr denn jetzt? Warte, ich hol die Dinger jetzt erstmal da wieder raus. Die nerven so ganz dezent. So. So. Puh. Wir müssen das Ding ja irgendwie stoppen. Ja. Ah, sieh an, okay. Also müssten wir nochmal eine Etage nach oben und uns dann da ranhängen. Ah, Mist, da habe ich jetzt nicht, dran gedacht, dass man da vielleicht auch mal drüber gucken könnte, was über dem Loch ist, aber wäre ich ein geübter Zelda-Spieler, wäre mir sowas vielleicht nicht passiert. Aber gut, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Und da ich den Laufweg eh rausgeschnitten habe, beziehungsweise hoffentlich denke ich dran, weil das sind 7 Minuten langweiliges Rumlatschen ohne Commentary. Also das will ich euch schon ersparen. So. Ach Link, komm, jetzt mach doch einmal, was du sollst. Hm? Sehr schön. So. Die Tür von dem Ding ist schon mal nicht hier. Hier auch nicht. Schön. Ach, muss man halt nochmal diesen langen Weg laufen. Aber gut. Dup, 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 dup. Also Mietner scheint ja echt sehr beim Balance halten zu helfen. So.
Okay. Wie schon gesagt, die eine Truhe können wir uns ja leider nicht holen. Und hier oben, hier gibt es tatsächlich was. Aber die Frage ist, was uns das bringt. Moment, ich fahre mal ein bisschen höher. Ah. Ja, okay, gut. Die Frage ist nur, ob das so bleibt. Oder ob das nach einer Zeit wieder angeht. So. Wo ist das grüne Zeug da? Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was uns das bringt. Aber das Ding ist auf jeden Fall schon mal aus. Das ist ja schon mal gut, ne? Vielleicht einfach nur eine Abkürzung. Wir können halt aber auch von hier aus das Ding nicht nehmen, ne? War ich da draußen schon mal? Ich glaube aber schon. Ich glaube, hier war ich schon mal, ja. Oder? Ja. Jo. Hier war ich schon mal. Okay, also jetzt habe ich zwar an sich... bin ich so ein bisschen weitergekommen, aber das hilft mir jetzt gerade auch nicht so ganz. Bei meinem Problem, dass der Ventilator da oben nicht geht. Das ist schwer. Ich kann... Was bringt mir das da oben? Viel mehr als eine Abkürzung kann das ja gar nicht sein. Aber dann frage ich mich, wieso ich nicht da hochkomme. Oder Moment mal. Ach ja, ich glaube, ich hab's. Moment. Uno momento. Ach komm, jetzt nerv doch nicht rum. So. Ja. Dieser Moment, wenn du das Rätsel gelöst hast und einfach das Spiel rumspackt. Yay. Und das muss ich sagen... ist bei Twilight Princess leider nicht gerade selten, dass dann halt einfach mal das so rumbackt und Link sich nicht richtig festhält, wenn du 1 Zentimeter zu weit unten deinen Greifhaken ansetzt. Das ist schon teilweise so. Ach komm, hau doch ab, Mann. Du nervst! Das total Schlaue ist, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich kann es jetzt nur schätzen. Durch diesen dummen Cut. Aber ich denke mal... so, weiter geht's nicht runter, aber das sieht doch perfekt aus. Sehr schön. So. Okay. Jetzt gucke ich mal, wie lange die Folge geschnitten ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann den Zentralweg nehmen, ne? Tschüss!